Ein Imperium kontrolliert man nicht nur durch rohe Gewalt. Man braucht Disziplin, Scharfsinn und Präzision. Gefahren müssen schnell und leise beseitigt werden. Dafür gibt es den imperialen Geheimdienst. Als ihr bester Agent beschreite ich den Grat zwischen Wahrheit und Lüge. Tod und Täuschung sind meine Begleiter. Und ich werde dafür sorgen, dass das Imperium die Galaxis beherrscht. Wie sieht es aus? Was machen denn die Terroristen hier? Entschuldigung, Ziffer 9. Willkommen an der östlichen galaktischen Front. Dieses ganze Sternensystem ist ein Krisenherd. Republik und Imperium testen gegenseitig ihre Stärke aus. Und dazwischen lauern die Terroristen. Ein perfekter Ort zum Zuschlagen, nicht wahr? Ganz genau. Die Leute des Adlers benutzen den Krieg als Deckmantel für ihre lokalen Aktivitäten. Balmorra ist ihr Ausbildungslager. Hier rekrutieren, trainieren und bewaffnen die Zellenmitglieder neue Terroristen. Frische Soldaten, die dann zu anderen Punkten im Netzwerk entsandt werden. Das ist ein entscheidender Teil des Systems. Wie komme ich ins Spiel? Ihr braucht Unterstützung vor Ort, um dort die Terrorzelle hochgehen zu lassen. Ich sage einem unserer Mitarbeiter Bescheid, dass ihr dort seid. Lecurne Renault ist der Stationschef in Sobrik, der imperialen Siedlung, in der ihr gelandet seid. Er leitet den Geheimdienst auf Balmorra und kann euch mehr Auskünfte erteilen. Was haltet ihr von diesem Mann? Er arbeitet schon seit Jahrzehnten für uns. Ich bin ihm nie begegnet, aber ich denke schon, dass er loyal ist. Reynolds Geschäftszentrale ist als Waffenhandlung getarnt. Er erwartet euch bereits. Verliert keine Zeit, Ziffer 9, und passt auf, was ihr sagt. Wenn etwas schiefläuft, habt ihr bald den halben Planeten am Hals. Ja, wen haben wir denn hier? Lasst mich euch ansehen. Hervorragend! Niemand wird jemals einen Fremdling verdächtigen. Endlich hat der Aufseher jemanden geschickt. Zu schade, dass erst eine Katastrophe geschehen musste, bis das Hauptquartier reagiert. Ihr müsst Stationschef Renault sein. Zu euren Diensten. Ich bin seit fast 20 Jahren auf Balmorra stationiert und habe nicht einen Tag davon genossen. Ha! Aber ich bin ein schlechter Gastgeber. Trinkt einen Schluck. Entspannt euch von eurer Reise. Der Laden macht vielleicht nicht viel her, aber er ist sicher. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr klingt schon selbst wie der Aufseher. Sehr gut. Diese Terrorzelle, hinter der ihr hier seid, ist schlimmer als die Republik. Selbst herangezüchtet. Sie zeigen ihren Abscheu gegenüber der imperialen Herrschaft mit Bombenanschlägen und Sabotageaktionen. Strafaktionen gegenüber Zivilisten scheinen sie nicht abzuschrecken. Aber wenn wir den örtlichen Anführer erledigen könnten, sollte die Zelle zerfallen. Was wissen wir über diese Person? Die Terroristen nennen den Mann Grauer Stern. Er leitet die Zelle, gibt Befehle und kennt alle Geheimnisse. Angeblich hat der Graue Stern mit dem Adler zusammengearbeitet, aber wer weiß das schon? Nur die hochrangigen Mitglieder der Zelle kennen die Identität des Grauen Sterns. Es macht die Sache schwieriger, aber ich sehe einige Möglichkeiten. Ich habe bereits einen Maulwurf in der Terrorzelle. Er ist ein guter Kerl, allerdings keine Ziffer. Er kann euch reinbringen. Ihr hättet die Möglichkeit, die Terroristen zu beeindrucken, ihr Vertrauen zu gewinnen. Und mir Zugang zu ihrem Anführer verschaffen. Exakt. Der Graue Stern wird uns gehören. San Yu Pine, mein Agent, kann euch den Terroristenanwerbern bei der Droida-Militärfabrik außerhalb der Sicherheitszone vorstellen. Aber achtet darauf, wie ihr euch gebt. Wenn die Terroristen euch verdächtigen, zum Imperium zu gehören, verliert ihr den Grauen Stern und euer Leben. Verschwendet nicht eure Zeit, San Yu. Ihr habt Glück, dass ihr überhaupt hier seid. Ich hab euch diese Störgeräte besorgt, oder etwa nicht?
Ihr schuldet mir was. Vielleicht nicht viel, aber ihr schuldet mir was. Wann habt ihr zum letzten Mal für uns eine Operation durchgeführt? Was? Kommt schon, das hatten wir doch schon. Der graue Stern hat nicht nach Feiglingen gefragt. Und der Adler auch nicht. Glaubt ihr? Hey, sieh an, wer es endlich geschafft hat. Es ist schön, euch leibhaftig zu treffen. Das sind die Leute, von denen ich euch erzählt habe. Ich denke, ihr werdet gut mit ihnen auskommen. Hoffentlich besser als ich. Ich habe mich schon gefreut, eure Freunde kennenzulernen. Chemisch, das ist die Frau, die nach der Übertragung vom Adler mit mir in Verbindung getreten ist. Sie will bei uns mitmachen. Aha. Sanyo sagt, ihr habt auf Dragonvale gegen die Imperialen gekämpft. Das Imperium soll einen Preis auf euren Kopf ausgesetzt haben. Ich wusste nicht, dass ihr auf Dragonvale wart. Wir sollten uns unterhalten. Ist das alles wahr? Seid ihr tatsächlich so gut im Töten und wollt das Imperium von Balmorra vertreiben? Solange ich nicht weiß, mit wem ich es zu tun habe, sage ich gar nichts. Ich bin die Frau, die euch den Kopf wegschießt, wenn mit euch was nicht stimmt. Ich heiße Chemisch. Diese Leute hier, sie folgen dem grauen Stern, unserem Gründer. Das Imperium spuckt auf sie, lässt sie verhungern und bestraft sie. Nun zu euch. Ihr seid nicht von Balmorra. Ihr habt nicht mitgemacht, was sie durchmachen mussten. Was mich zu der Frage führt, inwieweit ich euch trauen kann. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Gebt mir die Gelegenheit, mich unter Beweis zu stellen. Vielleicht mache ich das. Vielleicht könnt ihr den grauen Stern beeindrucken. Es gibt eine verlassene Fabrik nicht weit von hier. Dort wurden Droiden gebaut. Aber die Verteidigungssysteme drehen durch, seit das Imperium die Kontrolle übernommen hat. Es wimmelt nur so von außer Kontrolle geratenen Sicherheitseinheiten. Außerdem gibt's dort teure Ausrüstung. Geht rein. Es gibt dort etwas, das ich will. Sagt, was es ist, und es gehört euch. Die Okara-Droidenfabrik hat abgeschirmte Energiekerne für Tarndroiden hergestellt. Ich will eine Kiste davon für meine Leute. Meine Leute können die Kerne in Bomben umbauen und diese an feindlichen Basen platzieren. Dank der Tarntechnologie wird sie keiner bemerken, bis es zu spät ist. Klingt gemein, aber manchmal ist gemein genau das Richtige. Stellen wir eins klar. Das ist ein Test. Solltet ihr scheitern, braucht ihr nicht zurückzukehren. Wir werden euch einfach töten. Viel Glück und seid vorsichtig. Die Fabrik ist ein ungemütlicher Ort. Dank sei den Sternen, dass ich euch erreicht habe. Tut mir leid, dass vorhin, als Chemisch dabei war, konnte ich nichts sagen. Stationschef Renault hat mir gesagt, dass ihr vom imperialen Geheimdienst seid. Also habe ich alles so schnell vorbereitet, wie ich konnte. Wie auch immer. Ich bin Sanyo Pine, aber das wisst ihr wohl schon. Ich bin Ziffer 9. Renault hat Gutes über euch berichtet. Jedenfalls versuche ich nicht zu vermasseln. Chemisch hat euren Hintergrund überprüft. Der Geheimdienst hat ganze Arbeit geleistet. Da gibt's kein Problem. Ich gebe mein Bestes, um etwas über den Anführer der Zelle herauszufinden, den Grauen Stern. Vielleicht erfahrt ihr mehr, wenn Chemisch euch vertraut. Chemisch für mich zu gewinnen hat oberste Priorität. Richtig. Nun, sie ist eine Fanatikerin, aber sie respektiert Ergebnisse. Je mehr ihr sie beeindruckt, desto mehr gibt sie euch. Eines noch. Diese Energiekerne, hinter denen ihr her seid. Ihr wisst, was Chemisch damit vorhat, ja? Sie wird Zobrik angreifen. Sie wird einige der neuen Rekruten die Bomben platzieren lassen, um die Stadt und die imperiale Basis zu treffen. Das ist ja furchtbar. Ich kenne einen Weg, um die Energiekerne zu deaktivieren, ohne dass Chemisch euch verdächtigt. In der Fabrik gibt es eine Maschine, die das kann. Wenn ihr die versiegelte Kiste durch die Maschine laufen lasst, werden die Kerne geröstet. Chemisch wird sehen, dass ihr sie nicht geöffnet habt und wird annehmen, dass sie mit der Zeit verfallen sind. Es ist ein Risiko, aber wir könnten viele Leben retten. Ich bin dabei. Großartig. Ich schicke euch die Koordinaten der Maschine. Wir können eine Menge Blutvergießen verhindern. Ich sehe euch dann, wenn ihr zurück in Droida seid, okay? Sanyo Ende. Ist er nicht niedlich? Und irgendwie dumm, was? Wenn er Geld hätte, wäre er perfekt. Sanyo hat schon was zu bieten. Ihr zwei wärt perfekt füreinander. Erschreckend, aber wahr. Wie dem auch sei, lasst uns diese Maschine finden. Oder auch nicht. Schon zurück? Eure Freundin ist schnell, Sanyo. Ich sagte ja, sie ist gut. Ihr sagt viel.
Aber ich verlangte nach den Tarndroiden Energiekernen. Wenn ihr sie nicht habt, verschwendet ihr meine Zeit. Gleich hier, Chemisch. Die ganze Kiste. Alles für euch. Ah, anscheinend habt ihr es wirklich bis zur Fabrik geschafft. Es dauert ein bisschen, diese Kiste zu öffnen. Sanyo, holt Pyther und einen Droiden. Ich denke, wir haben es. Öffnet die Kiste. Sehen wir nach, ob unser Neuzugang alles richtig gemacht hat. Anscheinend ist alles hier. Außer... Was ist das? Laut der Anzeigen sind die Energiekerne verschmort. Was habt ihr getan? Ich ging hinein und habe wie befohlen die Kiste besorgt. Schluss mit den Ausreden. Nicht mir gegenüber und ganz sicher nicht jetzt. Chemisch, bitte. Es gibt so viele Gründe, wieso sie kaputt gegangen sein können. Es wirkt verdächtig, aber Energiekerne sind ziemlich fragil. Ja, ja, okay. Jeder kann Pech haben. Einmal. Ihr sagtet selbst, dass ihr Leute braucht. Lasst es mich nochmal versuchen. Gut, ihr kriegt noch eine Chance. Aber seht zu, dass es klappt. Habt ihr die Höhlen in diesem Tal gesehen? Dunkel, eng und dreckig. Aber sie eignen sich gut als Versteck. Die Scanner kommen einfach nicht durch. Das ist für alles Mögliche nützlich. War offensichtlich eine gute Entdeckung. Der Graue Stern richtete vor einiger Zeit einen Ausbildungsaußenposten in den Höhlen ein. Dann begann das Imperium, Gasbomben auf die Republik zu werfen. Der Außenposten war vergiftet. Toxin gelangte in den Boden und verwandelte ganz normale Kinder in sabbernde Psychos. Die Höhlen wurden von unseren eigenen Leuten überrannt. Ihr sagtet, es war ein Ausbildungsaußenposten. Was für eine Ausbildung? Dort haben wir wütenden Rekruten beigebracht, wie man einen Blaster oder einen Stimpack einsetzt. Nichts Besonderes. Wir wollen unsere Verluste einschränken. Aber auf den Außenpostencomputern sind noch Daten. Ich will, dass sie nach außen übertragen und die Systeme zerstört werden. Sanyo, geh an eine höher gelegene Stelle außerhalb der Stadt. Du kannst das Signal mit einer Verstärkerbox empfangen. Alles klar? Die Toxinopfer werden euch verfolgen. Aber löscht die Daten, sonst sind wir erledigt. Ich weiß, was ich tue. Ich werde die Höhlen überstehen. Aber jetzt geht. Ich muss noch herausfinden, was wir ohne diese Energiekerne anfangen. Ich empfange euer Signal. Gebt mir eine Minute, um die Frequenz zu justieren, dann übertrage ich die Daten. Da, die Daten kommen. Ihr habt es wohlbehalten bis zum Außenposten geschafft. Mir geht's gut. Wie lautet euer Status? Ich bin in den Wiesen über dem Tal. Chemisch hat niemanden mit mir hergeschickt. Ich kann also offen reden. Ist eigentlich ziemlich hübsch hier oben. All diese Daten, die wir für Chemisch bergen sollten, ich glaube, einige davon sind vom Grauen Stern. Befehle, Botschaften, solche Sachen. Mist. Hier ist eine Liste mit Kollaborateuren. Balmoraner, die seit der Besatzung mit dem Imperium zusammengearbeitet haben. Chemisch hasst Kollaborateure. Meint ihr, dass sie darauf aus war? Da wette ich drauf. Chemisch will die Liste vermutlich veröffentlichen. Wenn die Kollaborateure bloßgestellt werden, werden einige Balmoraner sie tot sehen wollen. Unter den Namen sind auch Amtspersonen, Fabrikbesitzer, die ganze Bandbreite. Wenn die umgebracht werden, wird der Gouverneur alle bestrafen. Wenn wir Chemisch die Daten nicht geben, kann sie keinen Ärger machen. Problem gelöst. Nicht gut. Sie weiß schon, dass die Liste hier ist. Aber ich habe eine Idee. Hör zu. Ich kann die Liste an die imperialen Behörden schicken. Sie können die Kollaborateure beschützen, sollte Chemisch die Namen veröffentlichen. Ich weiß, dass Chemisch misstrauisch werden könnte nach dem, was mit den Energiekernen passiert ist, aber was können wir sonst tun? Verbreitet die Nachricht, um die Kollaborateure zu schützen. Niemand muss sterben. Wundervoll. Ich werde meinen Teil leisten. Hoffentlich kommt Chemisch nicht dahinter. Ich muss mich abmelden und zurück nach Troida. Ihr solltet das Gleiche tun. Sanyo, Ende. Ihr zwei passt so gut zusammen. Sanyo möchte Leben retten. Ihr wollt Leben retten. Das ist niedlich. Eine Schande, dass ihr nie zusammen glücklich werdet. Was soll ich sagen? Die Leute liegen mir einfach zu Füßen. Das tun sie. Ich muss die Männer erst zu Boden stoßen, aber das funktioniert auch. Wie auch immer, gehen wir. Hier zu bleiben ist sinnlos. Ihr habt es zum Außenposten geschafft. Gut.
Sanyo hat mir eben die Daten gezeigt, die ihr zurückgeschickt habt. Ihr habt die Aufgabe gut gemeistert. Es gibt nur ein kleines Problem. Bei mir lief alles glatt. Ach ja? Dann erklärt mir etwas. Ich hatte eine Liste mit Kollaborateuren auf dem Außenpostencomputer. Sanyo hat die Liste heruntergeladen und mir übergeben. Soweit alles in Ordnung. Aber jetzt geben die Imperialen meinen Zielen zusätzlichen Personenschutz. Anscheinend gibt es ein Leck in meiner Organisation. Irgendein Verdacht. Ihr deutet an, dass ich verantwortlich bin? Ich deute gar nichts an. Ich informiere euch nur über die Lage. Nehmt es als Warnung. Der Graue Stern wird wissen, was zu tun ist. Vorerst brauche ich eure Fähigkeiten für einen Spezialauftrag. Sonst gibt es niemanden, der es übernehmen könnte. Sagt nur ein Wort, Chemisch. Ich mach's. Ihr wisst ja, wie das Imperium und die Republik unseren Planeten als Schlachtfeld benutzen. Jeder weiß das. Normalerweise kümmert sich die Republik nicht um uns. Sie haben andere Sorgen. Aber ich brauche jemand, der in die Hauptbasis der Republik eindringt. Es wird nicht einfach, aber ihr seid fündig geworden. Gute Einstellung. Ihr müsst einem unserer Freunde in den republikanischen Rängen etwas überbringen. Gelangt an den Wachen vorbei hinein und gebt die Lieferung ab. Das war's. Welche Lieferung? Wen suche ich? Wenn ihr mit uns arbeiten wollt, müsst ihr euch daran gewöhnen, nicht jedes Detail zu kennen. Sie hat recht. So läuft es eben. Das ist nichts Persönliches. Hier sind das Paket und die Koordinaten eures Ziels. Er weiß, was zu tun ist, sobald die Lieferung angekommen ist. Wir räumen diesen Unterschlupf und werden euch kontaktieren, sobald wir uns woanders eingerichtet haben. Und seid vorsichtig in der Basis. Wenn sie euch finden, seid ihr tot. Glaubt mir, ich kann's mit ein paar Soldaten aufnehmen. Wir sehen uns bald. Wenn ihr es lebend zurückschafft, verspreche ich euch, dass wir eng zusammenarbeiten werden. Wir sprechen uns bald. Passt auf euch auf. Hey, ich habe nicht viel Zeit, aber sagt mir bitte, dass ihr das Paket noch nicht in der republikanischen Basis abgeliefert habt. Was ist denn los, Sanyo? Das Paket, das ihr bei euch habt, ist für den Grauen Stern, den Anführer der Terrorzelle. Der Graue Stern ist der Mann in der republikanischen Basis. Chemisch will ihn rausholen und ihr sollt dabei helfen. Was macht dieser Graue Stern in der Basis der Republik? Soweit ich das sagen kann, hat der Graue Stern im Geheimen die Terrorzelle geleitet und versorgt, während er vorgegeben hat, ein loyaler Offizier der Republik zu sein. Es war so lange die perfekte Deckung, bis die Republik Verdacht geschöpft hat. Jetzt muss der Graue Stern entkommen, bevor er gefasst wird. Der geht nirgendwo hin. Das kann ich versprechen. Nun, vielleicht, aber da ist noch etwas. Euer Paket enthält Anweisungen und Karten für einen Unterschlupf. Aber wir könnten diese Anweisungen ändern und den Grauen Stern in eine Falle schicken. Sobald wir den Grauen Stern haben, könnten wir ihn dazu bringen, die geheimen Protokolle preiszugeben. Wir könnten der Zelle in seinem Namen Befehle schicken. Dann wäre die gesamte Zelle eine Marionette des Imperiums. Das ist die Idee. Ich weiß, wie Chemisch und ihre Leute denken. Wenn wir den Grauen Stern gefangen nehmen und erfahren, was er weiß, kann ich überzeugende Befehle formulieren. Stationschef Renault hat seit Jahren nach einem Weg gesucht, um die Terroristen gegen die Republik aufzubringen. Wir können dafür sorgen, dass es funktioniert. Was soll ich tun? Ich schicke euch die Koordinaten des Treffpunkts. Wenn ihr dabei seid, sagt dem Grauen Stern, er soll mich dort treffen. Den Rest besorge ich. Wenn ihr ihn nicht zu mir schickt, nun, dann werdet ihr ihn wohl töten müssen. Habt ihr sonst noch was für mich? Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden. Je nachdem, was mit dem Grauen Stern passiert, muss ich vielleicht eine Weile untertauchen. Aber es war mir eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Sanyo, Ende. Volidrafa ut potamina. Menufitan fine milman murion matumiten. Eru ele flara garo. Is habor jesem se vaxa inatro. Eine Frau namens Chemisch hat mich hierher geschickt. Ihr wisst, von wem ich rede? Immer mehr ein Passager für Hogbruor. Pegarus plot as vista bocar pina, nu immer stroh der Berkel Burkuni. Ich bin stolz darauf, meinen Teil getan zu haben. Ich werde alles daran setzen, Balmorra zu befreien. Kniskilev, ihr Stasanum, ihr Atiroloe Arombrulawa.
Skoribo for Remitia Dosium. Mo flaska kikafi mamogur tu flator. Es gab eine Planänderung. Ihr werdet euch mit einem eurer Leute an diesen Koordinaten treffen. Dau van Mordlegar, hielst Rioio fur Galugar. Hefskam bimio helke tüverk. Hever segna ekio apflo kumpa. E gratio pegar huska me vini. Minamu forksam beohun. Wenn ihr zum Treffpunkt kommt, grüßt alle von mir. Bauer Daruvonar, uwe pori ebilskyreja gut, er nur arglangar. Ich erwarte so schnell wie möglich einen ausführlichen Bericht, Stationschef. Natürlich, natürlich, sobald sich die Dinge beruhigt haben. Ha, wen haben wir denn hier? Na, wenn das nicht Ziffer höchst persönlich ist, die triumphierend an unsere Tür klopft. Ich habe dem Aufseher gerade von euch berichtet. Störe ich bei einem Treffen? Nein, wir waren gerade fertig. Renald fasst für Ziffer 9 die Situation zusammen. Ihr habt uns ja einen echten Fang präsentiert, Ziffer. Die Terrorzelle unter unserer Kontrolle, der graue Stern unter Arrest und ausgerechnet durch Sanyu Pine ersetzt. Ich hätte mir einen solchen Erfolg nie erträumt, aber Sanyu hat schon damit begonnen, Befehle zu erteilen und die Terroristen dienen nun, ohne es zu wissen, uns. Nun, da die Zelle unter eurer Kontrolle ist, wie wollt ihr sie einsetzen? Erst einmal wird Sanyu die Identität des Grauen Sterns nutzen, um Informationen zu sammeln und die Terroristen gegen die Republik aufzubringen. Im Laufe der Zeit finden wir sicherlich andere Verwendungsmöglichkeiten für die Terroristen, aber das ist ein anderes Thema. Die Balmoranische Zelle ist keine Bedrohung mehr. Die anderen Zellen im Netzwerk des Adlers werden von dieser Welt keine Rekruten und Vorräte mehr erhalten. Dann war die Operation ein Erfolg. Das ist korrekt. Stationschef Renald wird ab hier alles übernehmen. Er wird aufräumen und etwaige Entdeckungen an das Hauptquartier weiterleiten. Wenn ihr zu eurem Schiff zurückkehrt, meldet euch bei Wächter 2. Sie wird euch über alle neuen Entwicklungen informieren und Credits auf eure Diskretionskonten überweisen. Ich werde mich in Kürze auf den Weg machen. Das war wieder einmal gute Arbeit, Ziffer 9. Aufseher, Ende. Der Mann verbirgt es gut, aber die Anstrengungen zehren an ihm. Wahrscheinlich befürchtet er, dass der Rat der Sith ihm bei lebendigem Leib die Haut abzieht. Ich glaube nicht, dass ich verstehe, wovon ihr redet. Versteht mich nicht falsch, ich gebe ihm keine Schuld an dem, was geschehen ist, aber Darth Yadus wurde während seines Dienstes ermordet. Ah, aber jetzt ist nicht die Zeit, über Politik zu diskutieren. Ihr habt euch eine kleine Feier verdient und ich habe noch andere Aufgaben. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Gute Reise, Ziffer. Nicht schlecht, Agent. Gar nicht schlecht. Ihr und ich, wir bewegen etwas. Funkverbindung hergestellt. Hier ist Wächter 2. Ich bin froh, dass ihr euch meldet, Ziffer. Der Funkverkehr zwischen den überlebenden Zellen hat zugenommen. Und es scheint, dass der Adler einen weiteren Angriff plant. Was für einen Angriff? Wir sind uns nicht sicher. Der Adler hat nur eine Zelle gebraucht, um die Dominator hochzujagen und Darth Yadus auszuschalten. Bei seinem nächsten Angriff will er das gesamte Terrornetzwerk einsetzen. Aber die Nachrichten, die wir abfangen konnten, sind leider viel zu vage. Nur versteckte Hinweise auf Geräte, die sie Vernichter nennen. Habt ihr eine Ahnung, um was es sich bei so einem Vernichter handelt? Um eine Art Waffe. Aber ob es ein Laser, ein Virus oder sonst etwas ist, wissen wir nicht. Viel mehr können wir im Moment nicht machen. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, das Terrornetzwerk zu vernichten. Wenn ihr die größeren Zellen eliminiert, können wir weitere terroristische Schaltzentralen identifizieren. Gelingt euch das oft genug, bricht das Netzwerk auseinander. Dann kümmere ich mich um die nächste Zelle. Ich werde alles tun, was von hier aus möglich ist. Es ist 4 Tage her, seit ich die Zitadelle verlassen habe. Aber ich habe es nicht eilig. Wir bleiben in Kontakt. Wächter 2, Ende.